Unser Anspruch ist, unseren Patienten Spitzentherapie und Service auf höchstem Niveau auf neuestem Stand der physio- und sportwissenschaftlichen Erkenntnisse zu bieten. Mein Name ist Malte Jarosch, ich leite die Physiotherapieabteilung der Athos Orthopädie Klinik in Köln. Ich habe an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert und bin Diplom-Sportwissenschaftler. Die Methodik und Didaktik ist für uns ganz wichtig, um den Patienten zielgerichtet so schnell wie möglich fit zu bekommen. Unser Credo ist Qualität statt Quantität. Für uns ist ganz wichtig, dass der Patient im Mittelpunkt der Therapie steht, um ganz gezielt nach seinen persönlichen Bedürfnissen und Wünschen den Therapieplan aufzubauen. Egal ob Spitzensportler, Breitensportler oder Hobbysportler oder jemand, der nur wieder fit für den Alltag werden möchte. Ein Patient, der nur wieder seinen Alltag schaffen möchte, der mit dem Hund Gassi gehen möchte, der braucht nicht so einen Trainingsplan wie einer, der wieder auf Marathon trainieren möchte. Teamwork ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt bei uns in der Physiotherapie. Gerade das Zusammenspiel zwischen Physiotherapeuten und Sportwissenschaftlern ist ganz wichtig, um das Bestmögliche für den Patienten herauszuholen. Für uns sind Fortbildungen ganz, ganz wichtig. Wir versuchen quartalsmäßig Fortbildungen mit unseren Chefärzten und Physiotherapeuten abzuhalten, damit wir immer auf dem wissenschaftlichen neuesten Stand sind. Der interdisziplinäre Austausch zwischen Therapeuten und Ärzten ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dieser fachliche Austausch ist besonders wichtig im Bereich der Endoprothetik bei Hüft- und Kniepatienten, aber auch bei Schulterpatienten. Wir haben dann die Möglichkeit, mit dem Patienten über die Therapiefortschritte zu sprechen. Das schafft Vertrauen der Patienten und trägt auch zum Therapiefortschritt bei. Der Austausch für uns ist extrem leicht, weil wir direkt gegenüber von der Athos Orthopädie Klinik liegen. Üblicherweise beginnt die Therapie bei uns in den Behandlungsräumen. Am Anfang ist es besonders wichtig, dass wir mit unseren PatientInnen gemeinsam die Pathologie, die Problematik besprechen. Das können wir zum Beispiel anhand von Röntgen- oder MRT-Bildern machen. Die manuelle Therapie besteht primär aus Massagegriffen, Weichteilgriffen, Dehnungen. Das Ziel der manuellen Therapie ist es erstmal, Gelenke wieder beweglich zu machen, um dann in das Krafttraining einsteigen zu können, was die Grundlage ist zur Erreichung der persönlichen Ziele. Die persönlichen Ziele können zum Beispiel sein, im Spitzensport wieder richtig fit zu werden oder im normalen Alltag einfach die Kraft zu haben, den Alltag bewältigen zu können. Unsere Trainingsgeräte sind auf dem neuesten Stand der Technik. Wir haben Großgeräte wie zum Beispiel Latissimuszug, Ruderzug oder die Beinpresse. Wir haben die Möglichkeit, auf dem Laufband oder auf dem Radergometer zu trainieren. Wir haben die Möglichkeit, mit dem therapeutischen Klettern zu arbeiten, im 1:1-Therapie. Und wir haben die Möglichkeit, im Freihandelbereich funktionell zu arbeiten. Diese Ausstattung ist wichtig, um die Patienten so effizient wie möglich trainieren zu lassen und auf dem neuesten Stand der Technik zu therapieren. Neben dem Training an Großgeräten ist uns auch wichtig, dass die Patienten funktionell arbeiten, weil dadurch schaffen wir Nachhaltigkeit und dass die Patienten auch ein Gefühl dafür kriegen, was für Übungen sie zu Hause machen können, um einen dauerhaften Fortschritt zu erzielen. Der Servicegedanke spielt bei uns eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wir versuchen, Service auf Spitzenniveau anzubieten. Wir versuchen, den Patienten administrative Aufgaben abzunehmen, zum Beispiel die Wiedervorstellungstermine bei den Chefärzten zu organisieren, damit die Patienten sich voll und ganz auf ihre Therapie konzentrieren können. Unser Ziel ist es, den Patienten die bestmögliche Therapie zu gewährleisten mit top ausgebildeten Physiotherapeuten auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand, mit Service der Spitzenklasse, mit modernen, neuen Geräten und einer zielgerichteten persönlichen, individuellen Betreuung, damit die Patienten so schnell wie möglich wieder fit für den Alltag sind.